Herzlich willkommen zurück bei CSR Automotive, heute Teil 4 von unserem Golf 7 Tuning Projekt. Wie ihr sehen könnt, es geht heute um die Scheinwerfer und um die Rücklichter und wie man die Blende montiert, zeige ich euch im Anschluss. Vorteilhaft, wenn man eine Hebebühne hat, dann muss man sich nicht so stark bücken, deswegen habe ich mir das natürlich gleich als Vorteil genutzt. Zuerst reinige mir das Ganze, wenn ihr das Fahrzeug vorher nicht geputzt habt. Dann einmal hier ordentlich die Klebefläche mit einem Glasreiniger vorreinigen. Gerne auch die Motorhaube dazu öffnen, damit man hier schön drunter komme, weil natürlich sich auch hier schön Dreck sammelt. Dann habt ihr im Lieferumfang noch von 3M den Surface Cleaner dabei. Der ist dazu da, um nochmal die letzten Fett-Silikon-Harzrückstände zu entfernen, damit das Ganze später seine volle Klebekraft hat. Lassen wir das kurz ablüften und dann nehmen wir unsere Scheinwerferblende. Ich habe die Blende vorher natürlich schon auf Passgenauigkeit kontrolliert. Macht das bitte immer, bevor ihr ein Teil montiert, lackiert, wie auch immer, weil wenn irgendwo was nachzuarbeiten ist oder so, dann lohnt es sich natürlich, das noch davor zu machen. Ich lege jetzt hier einmal die Blende an und markiere mir jetzt auch nochmal mit einem Stück Klebeband, wie das Ganze später sitzen soll. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier genau die Kante angelegt. Dann tun wir die Schutzfolie vom Klebeband abziehen. Und das Ganze muss jetzt auf dem ersten Versuchklappe, weil ihr habt relativ wenig Möglichkeiten, hier nochmal was zu korrigieren, weil das Klebeband, das hat halt sofort seine Klebkraft. Wenn das alles gut aussieht, schön in die Kante reinlege und dann ordentlich dran drücke. Voilà, sitzt. Das gleiche machen wir jetzt noch auf der anderen Seite und dann geht es hinten weiter. Hinten ist es eigentlich dasselbe Spiel von der Vorgehensweise wie vorne. Wir reinigen zuerst die Fläche. Dann nehmen wir auch hier wieder den Surface Cleaner. Hier könnt ihr jetzt schon sehen, dass ein ganz leichter Film sich bildet. Ist prinzipiell nicht schlimm. Gerade ein Tuch, tun wir den jetzt leicht nochmal reinigen, weil das gibt später der Haftvermittler für unseren Kleber. Auch hier natürlich zuerst Passgenauigkeit kontrolliere, aber die ist ja gegeben. Und dann können wir das hier auch einmal ansetzen. Ich brauche mal jetzt hier keine Markierungspunkte machen, weil das relativ einfach von der Fläche ist. So, ansetze und ordentlich andrücken. Das gleiche machen wir mit dem vorderen Stück. So. Hier ist es jetzt natürlich wichtig, dass wir hier den Anschluss mitnehmen, damit natürlich das ganze Ding später gerade sitzt und sauber verläuft. Zack, erledigt. Sitzt super, einwandfrei. Das gleiche machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Also, wie ihr sehen könnt, auch komplett easy going das Ganze. Im Handumdrehen habt ihr das natürlich montiert. Ich finde gerade auch die Rücklichtblende eine sehr geile Optik. Ich habe sowas ehrlich gesagt draußen auf freier Wildbahn noch nicht gesehen. Klar, in Fotos auf Instagram und so weiter habe ich schon ein paar coole Fahrzeuge gesehen. Aber das jetzt hier in live, mir gefällt es total gut. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like hier auf unserem Video.
Schreibt doch mal drunter, was ihr davon hält. Seid ihr der Typ Scheinwerferblende oder sagt ihr, na, nicht so mein Ding? Ist also ein bisschen eine gespaltene Meinung, aber trotzdem finde ich es eine geile Sache. Wir sehen uns beim nächsten Teil wieder, denn es geht weiter. Der Golf 7 ist noch nicht fertig. Und ja, wir bleiben am Ball für euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.